Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht es hier schon liegen. Hier liegt unter anderem ein Bild, welches ich mir von der Firma Q-Deals habe personalisieren lassen. Ich wurde angeschrieben und genau, das ist das, was dabei rauskam. Ich bin unheimlich gespannt, denn ich habe mich unheimlich in dieses Motiv verliebt und bin froh über die Möglichkeit, mir auch über so einen Shop ein Bild personalisieren zu lassen und bin gespannt, wie es rauskommt. Freue mich drauf. Aber das Erste, was mir entgegengefallen ist, als ich dieses Versandtütchen ausgepackt habe, ist hier dieses kleine Kerlchen. Und zwar ist es ein Geschenk. Wir haben hier einen Gift, also quasi einen Geschenkesticker aufgedruckt. Und jetzt, ja, ich finde es niedlich. Warum nicht? Ein kleines Gummitierchen. Quietscht es? Oh, ein kleines Quietsche-Gummitierchen. Warum nicht? Ich finde es goldig. Darf bei mir mit auf den Schreibtisch. Ich finde es toll. Ich finde es süß, wenn man dann nochmal so ein kleines Goodie mit dabei hat. Dass man auch wirklich, also das sieht man dann auch, dass der Shop sich Mühe gibt und so einem ein Lächeln doch ins Gesicht zaubern kann mit so einer Kleinigkeit. Ich finde es toll. So, aber dieser kleine Kerl darf erstmal auf die Seite. Wir sehen es hier schon aufgedruckt. Firma Q-Deals in der Größe 50x50 mit eckigen Steinen. Also so habe ich es auch im Auftrag gegeben und bin jetzt mal gespannt, was jetzt hier ankam. Eingepackt ist es nochmal in eine Plastiktüte. Die darf auf die Seite, das kleine Kerlchen darf hier auch vom Rand zugucken. Und wir rollen auf. So. Was fällt mir hier direkt entgegen? Wir haben ein Toolkit mit einem großen Plättchen Wachs, einem einfachen rosa Stift, einem weißen Schiffchen mit Ausguss, ein paar Zipptütchen und so einer Metallpinzette. Also von diesen Metallpinzetten halte ich nicht wirklich viel. Ich habe letzt ganz, ganz viele aussortiert, mal zum Verschieben von einem Steinchen in Ordnung, mal für ein falsch platziertes Steinchen zum Runternehmen in Ordnung, aber um wirklich mit Pinzette zu legen, definitiv ungeeignet. Aber im Grunde ein solides, schönes Toolkit, kann man auf gar keinen Fall was dagegen sagen. Dann haben wir die Steine. Ui. Ein riesiges Tütchen. Ich würde sagen, das ist die 939. Steinchen abgepackt in Zipptüten. Und jetzt muss ich einmal schauen, wo wir die Tüte aufbekommen. Ich möchte hier die Legende haben. Wir haben die Legende abgedruckt auf A4, was ich immer sehr, sehr toll finde. Wir haben 34 Farben in dem Fall. Genau, haben Zahlen und Buchstaben und ein kleines Sonderzeichen hier mit bei. Genau, also wirklich auch schön gelöst, schön einfach vom, vom Design her. Hier haben wir das kleine Vorschaubild und ich bin begeistert. Also ich liebe dieses Motiv mit dem Kolibri, der hier fliegt, der Hibiskusblüte. Wunderschön. Auch hier sind nochmal die Maße aufgeführt mit 50x50. Finde ich optimal gelöst. Also ich finde es ganz, ganz toll, wenn nochmal die Legende in A4 quasi mit beiliegt. Wir haben die Steine. Wir haben eckige Steine, Acrylsteine. Aber sie sehen sehr, sehr schön aus. Abgepackt in Zipptüten. Auch hier die 310. Sehr, sehr viel. Aber auch die sieht sehr gut aus. Da hat man ja öfters mal Probleme. Hat relativ viel Ausschuss oder Nasen dran.
aber sieht sehr gut aus. Auch hier die 939. Bin ich begeistert. So. Und hier haben wir das Motiv. Wow. Größe optimal gewählt, finde ich. Also 50x50 finde ich richtig, richtig gut. Größer hätte es nicht sein müssen. Auf gar keinen Fall. Kommt gut raus. Druck ist sehr, sehr klar. Gefällt mir richtig gut. Wir haben gegossenen Kleber. Folie ist relativ dick. Das ist in Ordnung. Klebekraft ist sehr, sehr stark. Der Kleberand geht nur minimal über den Rand. Dennoch bekommt es bei mir auch einen schönen Streifen Washi-Tape. Ich glaube, bei dem Motiv hätte ich gerne was Glitzerndes in Lila. Ja. Ja, doch. Glaube ich. Das würde mir dazu gefallen. Oder in Petrol. Der Hintergrund ist sehr dunkel. Also hier werden wir, so wie ich von ausgehe, mit der 310 und der 939 im Wechsel arbeiten. Können hier mal schauen. Wir haben hier einmal das M und die 7. Die Legende ist hier links oben aufgedruckt. Aber da reicht, also mir reicht es immer, gerade bei der kleinen Größe, wenn die Legende einmal auf der Leinwand ist. Das ist völlig ausreichend. Genau, M ist die 939 und die 7 ist die 310. Das ist mir aber, oder wird uns allen im Vorfeld klar gewesen sein, wenn wir uns ein Motiv aussuchen, sehen wir ja im Vorfeld, haben wir einen einfarbigen Hintergrund, ist er dunkel, ist er hell, dann haben wir die Farbe. Das ist logisch, klar. Aber ich bin guter Dinge, die Steine sehen gut aus, dementsprechend werden sie hier auf der Leinwand hoffentlich auch gut liegen. Rendering gefällt mir sehr, sehr gut, der kleine Kolibri hier und der fliegende Kolibri dort kommen gut zur Geltung. Hier die Blüte gefällt mir richtig, richtig gut und wird auch eines der nächsten Motive sein, die gepaintet werden. Weil da bin ich gespannt, wie das Motiv aussieht, wenn die Steine liegen. Ich freue mich unheimlich drauf und finde es auch wirklich toll, dass es so Shops gibt wie hier Q-Deals, die auch wirklich in so einer Qualität dann die Bilder personalisieren. Die einem dann die Möglichkeit geben, dass man sich sein eigenes Motiv quasi erstellen lassen kann. Und das wirklich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich habe den Kontakt mit dem Kundenservice gehabt. Und ich glaube, jetzt hat es 10-12 Tage gedauert und das Motiv ist schon hier. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Hier könnt ihr einmal den Druck sehen. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Wir haben ein ganz, ganz schwaches Raster. Genau. Aber sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wie immer zum Schluss nochmal alles auf einen Blick. Wir haben das personalisierte Bild. Wir haben das Bild. Wir haben die Steine abgepackt in Zipptüten. Die Legende auf A4. Und dieses kleine Kerlchen, ist es nicht süß? Ich finde es genial. Mich hat man damit, also definitiv. Ich finde es toll, ich finde es super und es wird auf meinem Schreibtisch zukünftig sitzen und definitiv auch weiterhin für ein Lächeln sorgen. Bis es das Kind entdeckt, dann wird es vielleicht runterwandern. Aber solange darf es definitiv bei mir Platz nehmen. Ich bedanke mich bei der Firma Q-Deals und verlinke euch wie immer alles in der Infobox. Schaut gerne vorbei, lasst euch euer Motiv erstellen, welches ihr gerne mögt. Und genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, je nachdem wann ihr das Video schaut. Und vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter.